Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Edna bricht aus. Ja, es sind jetzt schon 2 Tage seit der letzten Aufnahme vergangen und ich habe ein bisschen gegrübelt und auch ein bisschen, ja, wurde gespoilert. Leider. Es ist nämlich so, dass ich halt öfters auch mal mit Kumpels halt über dieses Spiel, über meine Let's Plays rede und so. Und das, und die auch mit mir über ihre, weil die meisten meiner Kumpels machen auch Let's Plays oder machen Videos auf YouTube. So. Deswegen ist es auch ein sehr großes Gesprächsthema bei uns. Bloß ist jetzt so gekommen, dass ich halt erzählt habe, dass ich aktuell bei Edna bricht aus, bei der Orgel bin, da nicht weiterkomme und ja. Und mich das, und ich mal jetzt gucken muss, wie ich da weiterkomme, ne? Und dann haut mir einfach einer der Kumpels raus, nämlich der liebe Chris. Danke, Chris. Nochmal danke an dich. Ich zeig gerade einen Mittelfinger. Hätte ich jetzt eine Webcam, wird das richtig gut kommen. So. Alter, ich war so sauer danach, ne? Ich wollte das halt selber rausfinden. Und dann sagt er mir das einfach straight raus. So. Also. Und der gute Chris sagt mir dann einfach, jo, Junge, das, hast du mal an Hagrid gedacht? Also Hagrid? So. Dann muss ich erstmal so grübeln. Meint er so, ja, du musst in der Reihenfolge H-A-G-E-D spielen. Und dann dachte ich mir so, fick dich. Fick dich. Und bin gegangen. Ich bin halt straight nach Hause gegangen dann. Das war mir halt scheißegal dann. Im Moment. Alter. Ich war so pissed an dem Tag, ey. Naja. Jetzt wissen wir es. Also, ich weiß es auch und ja. Ich hab mir auch gerade nochmal vor der Aufnahme mir nochmal das Buch angeguckt und ich komme nicht darauf. Also, könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Ich hätte es gerne selber rausgefunden, aber ich komme nicht darauf, wie man diese Kombination zustande bekommt. Also, klar, es ist so auf dieser. Auf den Klaviertasten da in diesem Buch abgebildet, aber nicht in dieser Reihenfolge halt. So. Ja, hui, ha, a. Oh Mann, ey. Ich freu mich ja. Ich hab das. Warte. Moment. Ironie setzt gleich ein. Ein Moment. Ui, ich hab das Rätsel gelöst. Ui, oh mein Gott. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Hahaha. Endlich. Ich hab gedacht, ich würde nie weiter. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab! Das war lustig. Ja. Chris, ich zeige noch einmal einen schönen Mittelfinger an dich. Also. Danke. Arschloch. Oder setzt die Kopfhörer auf. Hey, reden. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Okay. Können wir jetzt das Kassettendeck einschalten und da dann die Scheißmusik? Ja, das wäre so witzig. Schreck, Fahrstuhl. Oh, warum denn? Das kann er doch. Och man, mich tiltet das halt so hart, dass ich das. Och man, ich hasse Spoiler. Ich wurde auch damals, jetzt mal so als kleines Beispiel, wurde ich für den Warcraft-Film gespoilert. Och man, ey. Ich hasse Spoiler. Warum macht man sowas? Das ist doch unnötig. Ich versuche damit anderen den Spaß an der Sache. Also den Spaß daran, es selber herauszufinden oder selber zu erleben. Was war das für ein Schrei? Ich wollte einfach nur die Glocke so läuten, um dem wieder auf den Sack zu gehen. Die Rache Gottes! Würde ich das jetzt mal nennen. Der liegt da jetzt, oder? Der liegt. Alter. Oh nein. Alter. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Das kann doch alles nicht wahr sein.
Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Alter. Wir haben den gekillt. Okay, da können wir uns nicht mehr rausreden. Endlich daheim. Und was nun? Warum zeigen alle auf diesen einen? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Oh lol. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Alter, wir haben den Das war zwar ein Psychopath und alles und so weiter und so fort, aber wir haben den einfach umgenödelt. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Also die zeigen ja alle natürlich auf diesen Zwerg. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Vielleicht einer deiner Kumpel? Jetzt nimm da... Niemals! Jetzt nimm doch bitte den... Wie soll man etwas so Nutzloses benutzen? Dann mach's kaputt. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. In einem? Aber in welchem bloß? Der hier war's nicht. Es ist der obere, Mann. Die zeigen da doch alle rauf. Aber in welchem? Der hier war's nicht. Sie macht jetzt erstmal alle kaputt, bis sie zum richtigen geht. Aber in welchem? Also. Der hier war's nicht. Och, Mädel, die zeigen da doch alle drauf, die armen Zwerge, Alter. Aber in. Der hier war's nicht. Aber das ist ja eine. Diese Methode, die sie gerade anwendet, ist eine sehr gute Detektivmaßnahme. Das nennt man Ausschlussverfahren. Ja. Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Ich sag da jetzt einfach mal nichts zu. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Das musste natürlich passieren, ne? Tür auf. Vielleicht können wir die Tür einschlagen. Ach, Harvey. Das hier ist unser Zuhause. Ich will hier nichts kaputt machen. Okay. Nicht noch mehr. Oh. Briefkasten? Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Ich habe sowas nie gemacht. Alter, was ist das denn? Was ist das grüne Zeug? Hey, dahinter ist unser alter Salon. Ja, ein Salon. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Alter. Warum denn? Ja, wir gehen erstmal zum Schuppen. Oh, hier sieht aber auch schön aus. Ist der Schuppen offen? Oh, tatsächlich, mal offen. Spaten. Seltsam. Ich bekomme plötzlich Hunger auf Suppe. Du hast ja auch schon 1000 Jahre nichts mehr gegessen. Wozu? Wir haben noch Herbst. Dann die Hake. Wir haben Herbst. Die gehört mir bereits. Dann, Bevor ich mit der Gartenarbeit anfange, sollte ich mich erst einmal um das Haus kümmern. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt... Darin habe ich früher immer Kaulquappen gefangen. Oh. Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Und Zange. Nehmen. Dann haben wir hier noch ein Rad. Das gehörte zu Mattis Fahrrad.
Es war das Einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Was mich halt immer ein bisschen stutzig macht, dass sie ihren Vater mit dem Vornamen anspricht. Es ist ein bisschen... Ich habe dafür wirklich keine Verwendung. Weil... Und ich verstehe nicht ganz, warum Mathis das aufbewahrt hat. Vielleicht, damit es hier mehr nach Geräteschuppen aussieht. Ja, aber warum nennst du ihn nicht einfach Papa? Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Okay. Versteht das halt nicht so, ne? Normalerweise würde doch eine Tochter oder ein Kind seinen Vater immer Papa oder sonstiges nennen und nicht einfach bei Vornamen. Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Haben wir schon geholt. Schirm. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Benutzen? Nein, den konnte man noch nie benutzen. Nehmen? Lieber nicht. Ich würde nur die ganzen Kellerasseln befreien, die im Schirmständer wohnen. Ach so, okay. Ja, dann lassen wir das mal. Oh, die Hintertür. Stimmt doch, da war doch was. Waren wir nicht auch im, hatten doch diese hier, wo uns Harvige Tempo morpht hat. Da sind wir auch durch die Hintertür reingegangen. Und hier müsste ein Fenster in den Keller sein. Wenn wir diese Diestin entfernen. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Zack. Oh nein, es klemmt. Auch das noch. Dann benutzen wir die Zange. Nein, die Zange hat nicht genug Wumms. Dann den Poloschläger. Zack. Und sind schon im Keller. So. Ich merke, dass es jetzt gerade langsam zum Ende hingeht. Keine Ahnung, also es fühlt sich so an. Boah. Hey, das ist doch das Holz aus der ersten Rückblende. Ach nee, echt? Pass auf. Die ist so haltbar, dass Mathis sie immer als Wundsalbe benutzte. Das habe ich früher immer getrunken. Das ist schön. Ein alter, langweiliger Karton. Ich denke mal, dass wir damit nichts machen können. Wir gehen jetzt einfach mal... Wir sind einfach drin. Hier ist noch das, was wir damals abgeschraubt haben, als wir aus dem Keller abgehauen sind. Hier wachsen schon Pilze drin im Topf, weil so lange niemand mehr Eine hier war. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Ach so. Sie ist das Einzige, was in diesem Haus noch lebt. Okay. Das Wasser wurde hier wohl abgestellt. Ja, das kann man sich denken. Pflanze, Fenster, wir nehmen mal die Pflanze. Wir gucken. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Niemand. Oh, Alter. Ihr hattet aber ein ordentliches Haus hier, ne? Muss man jetzt auch mal zu sagen, du. Gehen wir mal hier in den Salon. Es hat schon so ein bisschen so eine traurige Stimmung, dieses Haus. So ganz wenig, ne? Also, der alte Mahagoni-Tisch. Wie schön er damals glänzte. Alter, war dein Vater irgendwie... Jetzt mal ernsthafte Frage. Wart ihr reich as fuck oder was los? Und wenn ihr reich as fuck wart, ne? Dann die nächste Frage. Wer tapeziert direkt auf Ziegelsteine rauf? Also, da ist ja nicht mal Putz oder so. Und wieso sind eure Innenwände aus Ziegelstein? Also bei uns ist das nicht so. Ist es bei euch so, Leute? Innenwände aus Ziegeln? Keine Ahnung. Jedes Haus ist anders, ne? In Gemälde. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Es zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Oh Mann. Lecker, deftig, würzig, gut. In die Brombasche aus dem Buchenrauch. Nee, wie ging das nochmal? Alter, ich guck seit Jahren kein Fernsehen mehr. Es zeigt mir, was sich außerhalb dieses Hauses befindet. Dunkelheit. Oh. So, wir gucken mal in den Spiegel. Die Musik ist auf einmal so weg, das macht es doch einfach viel bedrückender. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Können wir den abwischen? Da gucken wir mal. Haben wir hier Mantel was? Mattis Mantel war schon damals zerlumpt. Okay. Die Pflanze, dann gehen wir mal jetzt Haustür. Ah ja, die ist ja abgeschossen. Dann gehen wir mal nach oben. Hier oben sollte ja noch irgendwo unser Zimmer dann sein.
Puh. Geh ins Bad. Wir gehen erstmal die anderen Räume ab. Hier haben wir einen Spiegel nochmal. Einen Hahn. Das Wasser war ja... Das Wasser ist wohl abgestellt. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Ja. Alter Schwede. Hier war seit sonst wie lange keiner mehr drin. Arbeitszimmer. Wir nehmen uns mal das Feuerzeug mit. Das Feuerzeug meines Vaters. Hat er auch im Arbeitszimmer geschlafen? Sieht so aus. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Oh. Machen wir mal eine Kerze an. Ich zünde sie für Mattes an. Ja. Später. Später. Können wir die Feder... Das war die Schreibfeder meines Vaters. Ach, Mattes. Nenn ihn doch Papa oder... Das wäre viel cooler, wenn sie Papa oder... Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Okay, hier hat er immer geschlafen. Foto. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Das nehmen wir mal mit. Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. Oh. Ich fange hier gleich an zu heulen, Alter. Schulzimmer. Ein Schulzimmer? Was? Haben die Privatunterricht bekommen? Was? Hä? Okay, was? Hey, ich erinnere mich. Die war der Star im zweiten Flashback. Die haben... Hä? Moment mal. Da draußen ist ja nur Wald. Gehen wir mal in den Schrank. So, benutzen wir mal den Schrank. Ach ja. Können wir den benutzen, also öffnen? Nein! Ich meine, nein. Okay. Schlechte Erfahrung mitgemacht. Puh. Also, die wurden zu Hause unterrichtet. Okay. Alter, was für ein Riesenhaus. Oh. Und hier im obersten Geschoss ist nur noch ein Zimmer. Wir können uns wahrscheinlich schon denken, welches. Zu. Wie? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ah, warte mal. Warte mal. Können wir bei der Haustür das benutzen? Gehen wir mal. Haustür da. Da steckt nichts drin, was... Doch, da steckt doch was drin. Was ist da? Geht zu Salon? Küche. Da waren wir ja, da kamen wir ja her. Okay. Der Generalschlüssel, wieso haben wir den noch? Frage ich mich jetzt mal. Wieso haben wir den? Wenn das jetzt da funktioniert, ne? Schade. Passt nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt gewesen. Vase? Die Pflanze scheint noch zu leben. Vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Ja, positiv. Ich kann die Straße sehen. Ist das Blaulicht da in der Ferne? Oh. Polizei. Oh oh. Hoffen wir mal nicht, dass die für uns kommen. Lass nochmal rausgehen. Also wir gehen jetzt nochmal in den Keller und gucken mal, was da ist. Also wenn wir jetzt nochmal rausgehen, vielleicht können wir dann ja eventuell vorne das Stück vom Hausschlüssel rausnehmen und den irgendwie wieder zusammentun. Wenn es irgendwie in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Myriaden? Das muss ich gleich mal googeln, das Wort. Das kenne ich ja nicht. Ja, manche Wörter kennt man einfach nicht. Das kennt ihr ja sicher auch. Oh, die armen Zwerge, Alter. Schon wieder das Inventar. So, bisschen ruhigere Folge, ne? Bisschen ruhiger. Tür. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Warte mal.
Pass auf, Clawhand! Ach ja, mit dem Elekt... Ha! Verflucht! Rückzug! Ich probier das. Pass auf, Clawhand! Ich lass mal durchlaufen. Plant seine Dragon Breath Attacke. Firebolt hat doch gar keine Chance gegen Clawhand. Mal gucken. Ach ja, und wie will er die Dragon Breath Attacke parieren? Mit dem Electric Crab Shell Shield wohl? Ha, das wollen wir doch mal sehen. Verflucht, der Crab Shell Shield hält stand. Rückzug, Firebolt. Zurück in den Volcano Cave. Okay. Die Scherben sind bereits gebrannt. Ich bräuchte eher eine Möglichkeit, diesen Prozess rückgängig zu machen. Ja, wir können sie ja... Geh mal zum Shop. Kann man hier noch irgendwo hin? Warte mal. Hier kann man nur noch dahin. Okay. Gut, dann gehen wir mal zum Shoppen. Gucken mal, ob wir da irgendwie das wieder zusammenfügen können. Warum auch immer. Jetzt ist er wie neu. Was? Außer, dass er immer noch kaputt ist. Ach ja. Oh. Hast du gesehen, wie ich den Schlüssel mit der Zange aus dem Schloss geholt habe? Es war ein Genuss, dir dabei zuzusehen. Ich habe gedacht, wir könnten den Schlüssel einfach... Guck mal, es ist ja nur der Schlüsselhalter so gesehen abgebrochen. So, den restlichen Schlüssel könnte man ja eigentlich mit der Zange festhalten und dann im Schloss rumdrehen, aber naja. Naja. Guck mal, Harvey, ich habe den Schlüssel abgebrochen. Wie ungeschickt. Jetzt kommen wir auch nicht mehr in dein Zimmer. Ja, und kannst du mir vielleicht sagen, wie wir da reinkommen? Oder wie ist das jetzt? Gut, da drin war jetzt nichts Besonderes mehr. Was haben wir denn hier? Nein, so würde das gar nichts bringen. Okay. Lasst uns mal in die Küche gehen. Also wir gehen mal wieder rein. Zack. Ab hinter das Haus. Wieder in den Keller. Puh. Kurz aufgestoßen. Keine Ahnung warum. Gestern ordentlich was gegessen wieder. Also Feiertage oder generell Ende des Jahres ist ja immer so Schlemmfest auf Doom. Aber jetzt kurz vor Silvester. Und ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Können wir jetzt irgendwie das schaffen, dass es... Ich kombiniere es einfach mal mit allem. Diese Pilzsuppe ist das Tor zu einer fremden, bizarren Welt. Ich gehe später hindurch. Okay. Gut gemacht. Also, gute Entscheidung meine ich natürlich. Pflanze? Mattis hatte den Schlüssel ursprünglich immer in den Begonien versteckt. Aber der Gärtner ist nun mal immer der Mörder. Okay. Das war jetzt gemein. Wir gehen jetzt nochmal in sein Arbeitszimmer, weil ich habe eine kleine Idee. Vielleicht können wir das mit Wachs zusammentun, auch wenn es nicht halten sollte eigentlich, aber naja, probieren geht ja über Studieren in Adventures, ne? Mit der Kerze. So. Mattes Sachen lasse ich lieber in Ruhe. Okay. Das ist Mattes Bett. Okay, dann können wir hier drin wohl nichts mehr tun. Haben wir vielleicht im Schulzimmer irgendwie Kleber oder sowas, wo man sagen könnte, das machen wir. War der nicht immer viel größer? Nein, du bist einfach nur größer geworden. Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Nach 10 Jahren. Ich werde hier später umdekorieren. Okay. Gucken wir uns nochmal den Globus an. Die ganze Welt auf einer Bowlingkugel. Ja. Was hatten wir hier nochmal für ein Zimmer? Das Bad, ne? Was haben wir hier nochmal für Auswahlmöglichkeiten? Wir haben einen Spiegel. Können wir den einmal benutzen? Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Ja. Lass uns den Spiegel zerschlagen. Ich bin unglücklich genug. Och, Mann, oh. So.
Dann haben wir hier unten den Salon, wenn ich richtig bin. Aber wir gehen jetzt erstmal nochmal einmal nach oben. Kriegen wir das auch hin, ohne dass wir den Schlüssel irgendwie... Den stecke ich da so bestimmt nicht wieder rein. Schade. Wie könnten wir das denn rückgängig machen? Also wir haben noch den Topf, wir haben noch... Wir gehen mal nochmal in die Küche. Wir haben ja so gesehen noch alles. Was wir für einen neuen Schlüssel jetzt ungefähr bräuchten. So, deshalb gehen wir jetzt nochmal in die Küche. Zack, Küche. Ist hier... Kann man das wegnehmen? Das ist Topf mit Topf. Ich möchte ungern tauschen. Allein bei dem Gedanken wachsen mir Pilze im Hypothalamus. Okay, dann nicht. Hatten wir noch unten irgendwas im Keller vielleicht? Das könnte ja sein. Keller, Farbdosen, Marmelade, Tücher. Können wir uns davon was nehmen? Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Dann das Öl? Das war schon vor 10 Jahren nutzlos. Der Brennofen. Können wir da was reintun? Der uralte Eisenofen. Benutzen. Aha. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Warum denn, Manomädel? Können wir den einfach so anmachen? Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Oh. Wie ging das noch gleich richtig? Ich brauch doch irgendwas. Ja, du brauchst irgendwas. Nein, so würde das... Wir brauchen Erde, um genau zu sein. Also Lehm. So, wo können wir jetzt Lehm herkriegen, damit wir uns einen Abdruck vom Schlüssel machen können? Und den dann härten können? Das ist jetzt die Frage. Wo kriege ich Lehm her? Aber naja, wir gucken uns nochmal weiter um. Deswegen jetzt unbedingt auf den Boden achten. Und ich mache das einfach mit der Leertaste die ganze Zeit, damit ich wirklich nichts übersehe. Sollte irgendwas noch da sein. Farbtopf, Schneeschaufel. Gut, dann gehen wir nochmal vors Haus. Vielleicht ist da noch irgendwas. Können da vielleicht irgendwas mit der Schaufel anstellen. So. Scherben, hinters Haus, Briefkasten. Was können wir denn hiermit machen jetzt? Wir gucken uns mal den Mond an. Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Okay. Okay, dann haben wir es auch mal wieder gehört. Was uns ja eigentlich nur noch fehlt, also wir haben ja das, wir haben das. Uns fehlt eigentlich nur Lehm gerade. Damit wir... Wo kriegen wir Lehm her? Wartet mal. Topf, Scherben. Die sind bereits gebrannt. Ja, ich möchte dir ja gerne bitte wieder ein Lehm zurückverwandeln. Also kann man das nicht machen? Ich weiß nicht. Ich habe da keinen Plan von, Alter. Um das jetzt mal so zu nennen. Harvey, guck dir mal die Scherben an. Guck mal, Harvey. Gartenzwerg-Gulasch. Selbst als Scherbenhaufen ist er noch nervtötend. Okay. Gut. Jetzt müssen wir halt wirklich irgendwie sehen, dass wir es hinkriegen, dass wir da, ja. Benutze Spaten mit, hallo? Ja, mit den Scherben bitte. Scherben? Die Leiche brauche ich nicht zu verbuddeln. Es ist mein Garten. Da darf ich mit meinen Opfern machen, was ich will. Okay, aber warum können wir uns die Scherben dann nie, können wir uns die vielleicht nehmen? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Ah, also können wir damit doch was machen, Tonscherben. Die sind bereits gebrannt. Wir müssen die irgendwie nass machen, oder? Tonzwerge setzen keinen Rost an. Ja. Unkraut vergeht nicht. Ja, leider nicht. Das heißt, wir müssen irgendwoher Wasser bekommen. Aber woher ist mir jetzt wieder auch ein Rätsel dann im Moment?
weil ja in diesem ganzen Haus Wasser abgestellt wurde. Wir könnten höchstens gucken, dass wir es in die Badewanne tun, weil da ja noch das Wasser in Anführungsstrichen drin ist. Ja, das ist aber kein Wasser, Leute. Das ist übelste Pampe. So, gehen wir nochmal hier hoch. Das wäre jetzt das einzige Wasser, was mir einfallen würde, wo was wäre. Aber naja. Dann gucken wir nochmal. Badezimmer. Und dann Tonscherben und Badewanne. Ich glaube, ich kann jetzt ein wenig Matsch gebrauchen. Ja, nice. Ich mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das nice. Hat geklappt. Heute mal Überlänge, Leute. Also, oder? 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 Na. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Keine Überlänge, Leute. Wir sind schon in Überlänge, wenn ich richtig bin. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, euer Puzzle. Und in der nächsten Folge, ja, das wird dann wahrscheinlich die finale Folge sein. So wie es sich hier anfühlt aktuell in der Szenerie. Sehen wir uns dann wieder. Bis dann, euer Puzzle. Und tschüss.